Hallo Jena, zum Freitag wieder die Wochenbotschaft, nach letzter Woche dann diesmal wieder von mir. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, Zeitformen, wir drehen schon am Donnerstag, aber sie wird ja erst gesendet am Freitag. Zunächst die gute Nachricht. Wir haben ja alle einen Riesenschreck bekommen und einen ganzen Tag lang mit über 100 Personen gewirbelt wie die Verrückten, weil wir am Mittwoch vormittags, am frühen Vormittag eine Havarie im Fernwärmenetz in Jena Nord hatten. Eine Leitung der Stadtwerke war dort defekt gegangen und es hat erst mal eine ganze Zeit lang gebraucht, um den genauen Ort der Ursache zu finden, um dann angreifen zu können dort. Das ist zusätzlich zeitlich dadurch verzögert worden, dass natürlich in der Leitung, kurz bevor das Netz dann abgeschaltet wurde, noch Dampf mit 130 Grad unterwegs war und man nicht sofort an die Stelle ran kann, also ein bisschen warten musste. Und wir haben parallel dazu einen Krisenstab eigens für dieses Thema schnell zusammengezogen im Laufe des Vormittags und uns sofort diesem Problem gewidmet. Es stand ja durchaus zu befürchten, am ersten Tag war nicht sofort klar, wie schnell sich das Problem wird lösen lassen, ob es nur eine Nacht in Anführungszeichen betreffen würde oder den Tag danach und die Nacht danach auch noch. Deswegen haben wir im Lauf des Abends dann auch den Katastrophenfall ausgerufen, um im Zweifel auch noch externe Hilfe hinzuziehen zu können. Vor allem aber, um es möglich zu machen, dass schon im privaten Bereich ein Großteil der Schwierigkeiten abgefangen werden kann, dadurch, dass andere Familien, die in Gebieten wohnen, die nicht betroffen sind, nicht nur eine Person zum eigenen Haushalt dazu nehmen dürfen, wie es die Corona-Regeln vorgeben, sondern eine ganze Familie, einen ganzen Haushalt aufnehmen können. Da wären wir an der Corona-Verordnung des Landes nicht ohne weiteres vorbeigekommen. Mit dem Katastrophenfall ging das dann. Und es hat sich dann aber Gott sei Dank gezeigt, dass das Problem mit vereinten Kräften relativ schnell in den Griff zu bekommen war. Die Havarie ist nach Mitternacht am Mittwoch auf Donnerstag behoben gewesen. Da ein ganz, ganz herzlicher Dank an die Firma Streicher, die das im Auftrag der Stadtwerke repariert hat. Insbesondere an den Schweißer, der dort die Naht, die kaputt gegangen war, wieder repariert hat, die auch dicht gehalten hat, dann beim Systemtest. Und dann konnte am frühen Morgen gegen 5, 6 das Netz wieder hochgefahren werden und die Heizungen waren wieder warm. Insofern hat es sich tatsächlich für die meisten Menschen nur um eine Nacht gehandelt und die allermeisten konnten auch in ihren Wohnungen bleiben und mussten sie nicht verlassen. Wir hatten im Krisenstab gemeinsam mit den Partnern, die beteiligt waren, die Stadtwerke, denen natürlich allen voran herzlicher Dank, die Wohnungsunternehmen Jena Wohnen, die WG Carl Zeiss, die dort größere Bestände im Gebiet haben. Der Nahverkehr war eingebunden. Insbesondere aber auch die Stadtverwaltung mit allen Dezernaten, die da mitgewirkt haben. Bürgermeister Gerlitz war mehrfach auch persönlich vor Ort und hat dort mit koordiniert. KIJ war involviert, die Wirtschaftsförderung. KIJ hat Gebäude zur Verfügung gestellt, Schulen und Turnhallen bereit gemacht für den Fall, dass das Angebot, das wir eigentlich gemacht haben, nämlich Hotels, das hat die Wirtschaftsförderung organisiert und natürlich die Hotels selbst, dass wir Hotelzimmer verfügbar gemacht haben. Und hätte das nicht gereicht, hätten wir auch Notunterkünfte in den Schulen und Turnhallen zur Verfügung gehabt. Also wir waren auf das Schlimmste vorbereitet und wie gesagt, an dem Mittwoch sah es lange Zeit nicht so aus, dass wir sicher sein konnten, dass es schnell zu beheben ging. Auf das Schlimmste vorbereitet, aber für das Beste hoffen. Und am Ende ist es Gott sei Dank vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Mein Dank insbesondere eben auch an die Hotels, die bereit waren, Menschen aufzunehmen. Eines hat es auch getan, das hat aber schon genügt, weil insgesamt haben es nur etwa 1-2 Dutzend Menschen tatsächlich in Anspruch nehmen müssen, dieses Angebot. Das ist eine sehr, sehr starke Teamleistung gewesen, aller Teile der Verwaltung, aller Beteiligten auf Seiten der Stadtwerke und der Wohnungsunternehmen und insbesondere aber auch, und das war wieder einmal sehr, sehr angenehm zu beobachten, dass es sehr massive Angebote der Unterstützung aus der Bevölkerung gab. Viele haben sich an uns gewandt und angeboten, wir können jemanden unterbringen oder angeboten, wir hätten ein Heizgerät, das elektrisch betrieben werden kann, das wir verborgen würden für die Zeit. Also das war wirklich großartig zu beobachten und wir sind alle vergleichsweise glimpflich durch diese Katastrophe durchgekommen. Am Donnerstagvormittag haben wir den Katastrophenfall wieder aufgehoben und im Prinzip auch schon am Vormittag war für die betroffenen Familien in dem großen Gebiet, es waren ja 6.500 Haushalte betroffen, alles wieder normal und so, wie es sein soll.
Das zweite Thema, das ich Ihnen heute berichten möchte, ist kurz eine Darstellung zum Thema Winterdienst, das gerade viel, viel Aufregung produziert, viel, viel Kritik erzeugt, die uns auch erreicht, die wir auch ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen. Ich will Ihnen kurz schildern, wie wir priorisiert haben beim KSJ und auch der Nahverkehr war ja mit involviert, seine Strecken freizuräumen. Die Feuerwehr hat mit unterstützt, das Deutsche Rote Kreuz hat mit unterstützt, quasi von privater Seite. Also an alle Beteiligten da mein herzlicher Dank, allen voran dem KSJ. Und ich will ein wenig dem Eindruck entgegentreten, man sehe den Winterdienst gar nirgends und es passiere schlicht gar nichts. Das trifft nicht zu. Aber man muss wissen, wie wir priorisiert haben. Am Montag und am Dienstag, also nach der Schneenacht von Sonntag auf Montag. Zunächst mal gingen die Schichten des KSJ schon tief in der Nacht los. Nicht erst zum üblichen Schichtbeginn um 4, sondern deutlich, deutlich früher. Und wir haben uns darauf konzentriert, am Montag und Dienstag zunächst mal die Straßen in den Kategorien 1 und 2 befahrbar zu machen. Sie wissen ja, dass das Straßennetz kategorisiert ist in 3, 4 Kategorien, wenn man so will. Das erste sind die Bundesstraßen, die B7 und die B88, dann verkehrswichtige Hauptsammelstraßen, Haupttrassen, die in Kategorie 2 zählen und dann das Nebennetz, Kategorie 3, Nebenstraßen. Und dann gibt es aber auch eine ganze Anzahl von Straßen, die in einer gedachten Kategorie 4 sind, die üblicherweise, weil sie reine Anliegerstraßen sind, gar nicht in die Zuständigkeit des KSJ, der Stadt, fallen mit dem Winterdienst, sondern weil man da davon ausgeht, dass es reine Anliegerstraßen sind, dass sie auch von den Anliegern selbst geräumt werden. Das war natürlich schwierig für die Privaten, weil wenn man nicht schnell genug hinterher war, der Schnee sich sehr, sehr schnell verdichtet hat und dann mit Schippe gar nicht mehr so einfach zu beseitigen war. Da sind wir dann zu einem späteren Zeitpunkt auch in die Verantwortung gegangen, obwohl das theoretisch gar nicht in unsere Zuständigkeit fallen würde. Also Montag und Dienstag hat sich der KSJ im Wesentlichen um die Klassen 1 und 2 gekümmert, dass da ein Durchkommen möglich war. Wir haben den Nahverkehr unterstützt am Montag und Dienstag, insbesondere die Straßenbahnlinie in Nord-Süd-Richtung wieder fit zu machen, dass dort, wo die meisten Verkehre, die meisten Fahrgastbewegungen sind, der ÖPNV wieder rollen konnte. Und wir haben dann aber gemerkt im Verlauf des Montages und speziell Dienstag, dass die eigenen Kräfte des KSJ hier nicht ausreichen. Haben deswegen das Thema in den Corona-Krisenstab gezogen und aber eben mal nicht Corona, sondern das Thema Winterdienst im Krisenstab beraten und haben dort grünes Licht gegeben, dass wirklich alle Kräfte mobilisiert werden sollen, sowohl intern, also auch aus anderen Abteilungen des KSJ-Kollegen hinzugezogen werden sollen und auch externe noch stärker mit eingebunden werden sollen in den Räumdienst und dann eben unter dem Motto alle Kraft ins Nebennetz, auch die Straßen in Kategorie 3 und drunter mit zu bedienen, damit nachdem die Durchgängigkeit des Hauptverkehrsnetzes gewährleistet war am Montag und Dienstag, die Menschen eben auch von vor der Haustür überhaupt losfahren konnten, weil ja viele Autos komplett eingeschneit gewesen sind. Also das hat am Mittwoch und fortgesetzt jetzt am Donnerstag und Freitag natürlich stattgefunden. Wir haben die Priorität dann auch beim Nahverkehr in die Ost-West-Richtung gelegt am Mittwoch und Donnerstag, also die Gleise in Richtung Jena Ost freigeräumt. Wir haben die Buslinien, insbesondere die 14 und die 16, wieder ans Netz bekommen und da die Trassen freigeräumt. Und wir sind dann auch in die Hanglagen gegangen ab Mittwoch, wo es ja besonders schwierig ist zu räumen und aber eben für die Betroffenen auch besonders schwierig, dann das Auto dort überhaupt loszubewegen. Das ist eine große Herausforderung. Ich meine, natürlich war allen klar, dass diese Wettersituation kommen wird, uns auch. Dass es dann 40 Zentimeter Neuschnee werden, das war jetzt so klar nicht. Und dann muss man auch sehen, dass wir ja regulär eine der wärmsten Städte in Deutschland sind, nach Freiburg die zweitwärmste und in der Regel der Schnee bei uns ja gar nicht liegen bleibt. Insofern ist es für uns natürlich doppelt schwierig, den Winterdienst zu gewährleisten bei solchen Extremereignissen, denn man hält natürlich nicht Überkapazitäten vor und muss dann eben priorisiert vorgehen, um den Winterdienst zu ermöglichen. Wir haben den Eindruck, auch wenn wir die Diskussionen in den sozialen Medien verfolgen,
folgen, dass es natürlich immer noch Kritik gibt, dass aber mit Mittwoch, Donnerstag die Stimmungslage gedreht hat und dass die Situation objektiv und auch gefühlt besser geworden ist. Man muss dabei sich klar machen, dass der Anspruch, den wir da verfolgen, natürlich ist, dass die Straßen befahrbar sind. Nicht jede kleine Nebenstraße wird wie geleckt sein und man den blanken Asphalt sehen. Befahrbar müssen sie sein und diesen Zustand haben wir Montag, Dienstag für die Kategorien 1, 2 und Mittwoch und dann im Verlauf des Donnerstages auch für die Kategorien 3 und 4 erreicht. Drittes Thema. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, wo es um das Thema Corona ging, hat im Wesentlichen ja drei Dinge mit sich gebracht. Einmal die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. Das will ich gar nicht groß kommentieren. Das nehmen wir zur Kenntnis. Das ist so, wiewohl ich weiß, dass die Ungeduld in der Bevölkerung und in der Wirtschaft natürlich immer, immer größer wird. Aber wir müssen darauf achten, dass wir den Lockdown bis zu dem Punkt führen, dass die Inzidenzzahlen, die Fallzahlen so niedrig sind, dass dann die Gesundheitsämter und auch unseres wieder in der Lage sind, das Virus zu kontrollieren. Das sind sie momentan nicht. Das geht nur bei niedrigen Inzidenzwerten und nur dann kann man auch stabil öffnen. Wenn man zu früh lockert, zu früh öffnet, riskiert man einen schnellen Rückfall. Das ist wie bei einem Antibiotikum. Wenn man da die Behandlung zu früh abbricht, riskiert man den Rückfall und der fällt in der Regel schlimmer aus als die ursprüngliche Erkrankung. Dieses Risiko sollten wir alle gemeinsam nicht eingehen, sondern erst den Punkt erreichen, an dem die Fallzahlen niedrig genug sind. Das Zweite, was die MPK gebracht hat, ist, dass es keine bundeseinheitliche Linie für das Thema Kitas und Schulen gibt. Insofern sind wir an dieser Front noch zum Warten verurteilt und müssen sehen, was der Freistaat Thüringen dann für die Schulen und die Kitas regeln wird. Und das Dritte ist ein Thema, das gar nicht wirklich diskutiert wurde auf der Ministerpräsidentenkonferenz, das ich aber kurz einordnen und kommentieren möchte, nämlich das Thema Stufenpläne. Auch der Freistaat Thüringen hat einen Stufenplan vorgelegt und die Hoffnung gehabt, dass es in der Runde mit der Kanzlerin dann auch als Thema beraten würde. Dazu kam es nicht. Aber ich bin sicher, dieses Thema wird wiederkommen und deswegen will ich es einordnen. Grundsätzlich ist die Idee, einen solchen Stufenplan vorzulegen, gekoppelt an Inzidenzwerte, bestimmte Lockerungen, bestimmte Öffnungen wieder möglich zu machen, sehr gut. Er gibt den Menschen Perspektive, er gibt vor allen Dingen auch den Branchen und Unternehmen Perspektive, die es im Moment besonders schwer haben. Man muss aber bei einem solchen Stufenplan aus unserer Sicht, der Stadt Jena, des Krisenstabes und meiner Sicht, drei Dinge im Blick behalten, um es richtig zu machen mit den Stufenplänen. Das erste ist, dass immer klar sein muss und auch klar kommuniziert sein muss, dass ein solcher Stufenplan ein gewisses Risiko mit sich bringt. Oder andersrum gesagt, man darf sich nicht suggerieren lassen, dass ein unbegrenztes Maß an Planbarkeit damit einhergeht. Wenn gelockert wird, besteht immer das Risiko, dass man auch von einer Inzidenzschwelle wieder in die nächste reinrutscht. Und das ist insbesondere für die Branchen, die es so schwer haben, die Planbarkeit brauchen, das Allerschlimmste. Nicht zu wissen, dass man jetzt mal für mehrere Wochen stabil gleichbleibende Bedingungen hat. Denn es müssen ja Veranstaltungen vorbereitet werden, geplant werden, angesetzt werden, Technik organisiert werden, Personal eingeplant werden. Genauso ist es im Einzelhandel. Da müssen Waren beschafft werden, die dann auch verkauft werden können müssen. Und wenn dann unterwegs sich die Lage wieder zuspitzt und verschärft und dann doch wieder geschlossen werden muss, dann ist das noch schlimmer für die beteiligten Unternehmen, für diese Branchen, als hätte man von Anfang an gewusst, dass es nicht geht, weil dann bleibt man nicht auf Kosten sitzen, sondern wäre diese Kosten gar nicht erst eingegangen. Das ist das eine. Das muss klar sein, dass mit einem solchen Stufenplan keine unbegrenzte Planungssicherheit da ist. Das zweite Thema ist, das hatte ich eben schon angesprochen, die Inzidenzwerte müssen ausreichend niedrig angesetzt werden. Der Vorschlag, den der Freistaat Thüringen hier gemacht hat, liegt unserer Meinung nach an vielen Schwellen deutlich zu hoch. Das wäre der Punkt, dass man zu früh bestimmte Dinge öffnet und damit genau diesen Rückfall riskiert. Unsere Empfehlung, das haben wir dem Land auch mitgeteilt, wäre, diesen Stufenplan durchaus beizubehalten, aber die Inzidenzschwellen niedriger anzusetzen, damit man dann auch sicher sein kann, dass sie stabil halten, wenn man in eine niedrige Klasse reinkommt. Und das Dritte ist, dass natürlich trotzdem auf allen Stufen, auch auf den niedrigen Inzidenzstufen, wenn dann fast vollständig wieder geöffnet wäre, die Grundsätze, die Grundregeln, Abstand, Masken,
feste Gruppenzuordnung, Nachverfolgbarkeit sicherstellen und Testen sichergestellt sein müssen. Das fehlt ebenso dem Thüringer Vorschlag. Wenn man das noch mit einbaut, dann wäre er deutlich besser. Ja, wir werden sehen, wie gesagt, was der Freistaat bei den Schulen regelt. Wir werden sehen, wann das Thema Stufenpläne wieder auf die politische Agenda kommt. Grundsätzlich, wie gesagt, eine gute Idee. Ja, und damit möchte ich es für heute bewenden lassen. Das waren drei große Themenblöcke. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle ein geruhsames, ein erholsames, ein gesundes Wochenende. Und wir sehen uns dann hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, machen Sie es gut.